Juten, Huhu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 21 Karriere mit den Bolton Wanderers. Irgendwie hat das hier was nicht aufgenommen. Ich glaube, das, ja, wissen wir. Das letzte Spiel, genau, gegen, sag doch mal schon. Gegen Newport County. Das haben wir leider 1-3 verloren. Kannst du machen, nix. Musst du gucken zu. So, ja genau, da steht nochmal. Wilmot trifft beim 3-1 Sieg von Newport gegen Bolton. Ja, passiert. Nicht schön, aber nichtsdestotrotz, wir werden jetzt weiter simulieren. Wir gucken mal nach, ob wir da irgendwelche Umstellungen haben. Haben wir nicht noch einen anderen Verteidiger? Gordon, der sieht mir da so ein bisschen angeschlagen und mit einer 56 auch nicht unbedingt der Beste. Haben wir da keinen, der auch Innenverteidiger spielt? Da haben wir doch eine 60. Naja, auch nicht gerade viel besser. Der kann rechter und linkes Mittelfeld. Wie sieht es denn mit dem Herbert aus? Kann der auch Verteidiger machen? Der kann nur linkes Mittelfeld. Der ist Linksverteidiger, eine 56, Rechtsverteidiger, Endverteidiger. Warte mal, dann nehmen wir den als so. Und hier nehmen wir ihn. Ja, das ist mir wesentlich lieber. Und auch hier mit White mit einer 57, da haben wir doch bestimmt... Naja, wir hoffen mal, dass das ein bisschen besser funktioniert und werden jetzt in die Schnellsimulation gehen. Und wir gewinnen 2-1. Woolery und Herbert treffen. Zacevic verschießt dann auch noch einen Elfmeter. Ich glaube, da werde ich mal den Herbert einsetzen. Der scheint mir da wesentlich besser zu sein. Ja, wichtige 3 Punkte. Weil wir wollen ja aufsteigen, ist ja das große Ziel. Und dazu sollte man dann auch Spiele gewinnen. Das macht sich wohl besser, habe ich gehört. So, Bolton gegen Barrow. Barrow ist Zweiter, das heißt, das muss ich definitiv spielen. Und irgendwas wollte ich jetzt... Ach ja, ich wollte den Tor, den Elfmeterschützen umstellen. Das ist also Kapitän Zacevic. Elfmeter ist Herbert. Und wieso schießt dann Zacevic? So, viel besser. Viel besser und viel immer noch besser. Geht doch. So, dann werden wir jetzt mal rein ins Spiel. Die Leute können sich freuen. Es gibt wieder ein Heimspiel. Und dann hoffen wir mal, dass es denn nur nach vorne geht. So, Stürmerduell. Hier haben wir übrigens eine der wenigen Torhüter-Trainingseinheiten gehabt, die bei uns beim Training noch überhaupt nicht zur Vorstellung gekommen sind. Und hier haben wir Paul Smith, erzielt 8 Tore. Ja, auch gegen Newport hat er eins geschossen, aber das war leider 1 zu wenig. Da hätte er mal noch 2 mehr machen müssen. So, los geht's. Wir mit den weiß-schwarzen Badeanzügen. Und Barrow in gelb-schwarz, also praktisch mit den hässlichen. Ja, schade. Da sind sie mir aber auch in der Mitte wieder nicht schnell genug vorgelaufen. Das ist wiederum, was ich so total bemängle, ne? Uff, Crawford, schade. Ja, dass sie da nicht schnell genug mit nach vorne laufen. Abwehr überlaufen und steht da rum und wartet, dass die Abwehr dann vielleicht mal losläuft. Aber hätte ich anders gemacht als Programmierer.
Aber ich hätte hier so einiges anders gemacht als Programmierer. Zum Beispiel auch den Pass, den hätte ich zum Beispiel dahin geschoben, wo ich hin wollte. Die spielen ja aber ganz schön Harakiri. Aber wie gesagt, also mit den Pässen, das wäre schön, wenn die da ankommen, wo man hinzielt. Das hilft einem dann beim Spielen nämlich ungemein. Ich lenke ja auch nicht nach links, wenn ich nach rechts fahren will. Und wenn jetzt viele sagen, du hast ja gar keinen Führerschein, aber ich fahre Fahrrad und auch da muss man lenken. Warum? Ich hab nach oben gespielt, auf den der durchgestartet ist. Mein! Also irgendwo ist doch auch mal Ende. Das kann's doch nicht geben, dass man hier laufend so verarscht wird. Mann, 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 ey, echt mal. Und die machen dann im Gegenzug fast das Tor. Das ist doch zum Kotzen. Na klar. Ach ey. Hier, der rennt vom Puck, vom Ball weg. Wie bekloppt ist der denn, ey? Mann! Alles Fehler, die in FIFA 20 schon da waren und die es immer noch gibt, die sie nicht abgestellt haben. Das gibt's doch ja nicht. Man kann doch nicht kontinuierlich Scheiße bauen und trotzdem weiter beschäftigt werden. In der freien Wirtschaft werden die sofort weg. Das begreife ich nicht. Der EA Sports macht sich da überhaupt keine Platte drum. Guck dir das an. Der steht da rum und wartet, was der Gegner mit dem Ball macht. Anstatt selber das auszuführen, was ich hier auf dem Controller eingebe. Mann, 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 ey. Und das können sie ja auch nicht begründen mit, oh, das ist eine untere Liga. Das zählt für mich nicht. Fußball spielen sollten sie in der Liga trotzdem können. Und dass man nicht den Ball anguckt und wartet, dass der Ball irgendwas macht, das sollte man eigentlich schon bei den Bambinis lernen. Und ich, in der Hinsicht finde ich es doch wirklich schade, dass Konami keine Lizenz hat, weil vom Gameplay her sind die besser. Hier, guck dir das an, was soll das, ey? Pässe, die zum Vergessen sind. Auch schön, ich habe nicht parallel gepasst. Ich wollte eigentlich in den Rückraum passen. Ach, ey. Und sowas mindert den Spielspaß dann eben halt doch wirklich enorm. Weil du wirklich von der Gnade des Computers abhängig bist, ob du gewinnst oder nicht. Das hat dann nichts mit Fähigkeiten zu tun. The fourth official has indicated there will be a minimum of 1 minute of added time. Chrome. So, jetzt werden sie sich hier wieder einen Wolf kombinieren. Auch so ein Ding, ne? Bei mir und da Garantie ins Aus. Ja, natürlich. Da läuft der einfach mal am Puck vor, mal vorbei. Wie komme ich denn immer auf Puck? Ja, weil heute 21 für mich ankam.
Das war so klar. Das war so was von klar. Erster Schuss aufs Tor und der drin. Ach, liebe Leute, ey. Oh Mann. Natürlich. Und jetzt kommt man wieder nicht ran. Ey, das ist so zum Kotzen. Ja, natürlich. Ja, na klar hält der den. Natürlich hält der den. Ach Leute, echt, ey. Also wenn da nicht dem nächsten Patch rauskommt, der das behebt, bin ich fertig mit der Karriere. Weil das kann so nicht sein. Das kann nicht sein, dass die da mit einem Schuss ständig ein Tor machen. Ja, natürlich. Ach, leck mich doch, ey. Das gibt's doch ja, nee. Was? Anstatt mit dem Kopf hinzugehen. Ey, Leute. Das ist doch einfach nur noch lächerlich. Durch den Spieler durch. Klasse, wie geht denn das? Also ich habe mal in Physik gelernt, wo ein Körper ist, kann kein zweiter sein. Vielleicht haben sich ja auch die physikalischen Regeln in den letzten Jahren, seitdem ich aus der Schule raus bin, geändert, aber ich würde fast denken, nicht. Ja, sicher doch. Ach ey, das ist so zum Kotzen. Das ist echt so zum Kotzen. Die machen mit einem Schuss da ein Tor und... Ja, guck dir doch mal unsere Kopfbälle an. Ey, ist doch lächerlich. Ist doch absolute Kacke. Wer programmiert denn so eine Scheiße, ey? A reminder that the reserves are in action tomorrow. If you'd like more ticket details, have a look at the club website or contact the ticket office for more information. Ja, natürlich kann er sich nicht schnell genug wehen. Hat er zwei Holzbiene oder was? Ey, das glaub ich ja nicht. Ja, na klar, ach ey. Ja, was ist das denn? So, und wenn wir uns jetzt mal alle fragen, warum hat der da gepfiffen? Was hat der da gepfiffen? Ey, Leute, das ist so ein Schrott. Ja, natürlich. Ach, ey. Natürlich fängt er den ab. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wie kann denn der da... Ey, das ist doch nicht wahr. Das ist nicht wahr. Der ist rückwärts mit umdrehen schneller als ich vorwärts. Leute, irgendwo hört das doch mal auf. Ja, da bietet sich auch keiner an. Sind alle schön gedeckt, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, natürlich. Herzlichen Glückwunsch. Sollte eigentlich zu dem... Zu der Sexy spielen oder was das da ist, ey. Das ist doch zum Kotzen. Wieso der auch immer nach innen, nach außen dann spielt, anstatt den durchzustecken? Nö. Mann, 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 ey. Ganz, ganz schlechte Programmierung. Ganz, ganz schlechte.
das gibt es nicht. Also wenn es so weitergeht, ist die Karriere hier gleich Geschichte. Ich habe darauf keinen Bock. Natürlich, der will gegen Nottingham Forest spielen. Klar. Mit einer 58. Herzlichen Glückwunsch. So, da machen wir mal eine Simulation, fassen uns dann alle an den Kopf und also ich hätte nicht gedacht, dass FIFA 21 wirklich schlechter sein kann als FIFA 20. Das bin ich echt, finde ich bemerkenswert. Aber konsequent sind sie bei EA Sports. Wenn wir jahrelang Dummheiten machen, hören wir natürlich nie sofort damit auf. Das wäre ja Quatsch. Hat sie ja wunderbar durchgesetzt. Mann, 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 ey. Wo so ein Ding? Da haut ihr den einfach völligst unmotiviert ins Aus. Gut, habe ich jetzt selber erstmal nichts gegen. Aber wir müssen mal gucken, der Baptiste, der sieht nicht mehr so frisch aus, den wir wohl zur Halbzeit rausnehmen müssen. Ja, natürlich. Und dann kommt so ein Pass da raus, ey. Komm, die Christe. So, jetzt erwarte ich mal eine Flanke in den Strafraum. Kannst du. Ja. Oh, so ein Ding. Also Flanken von der Position in den Strafraum scheint es bei EA Sports nicht zu geben. Warum? Weiß ich nicht. Weil ich wahrscheinlich eh noch nie beim Fußballspiel waren. Baptiste, der muss auf alle Fälle. Wer ist Baptiste? Ja, Innenverteidiger eine 62. Haben wir gegen Santos eine 61. Na, geht doch. Crawford sieht auch nicht mehr so richtig besonders aus. Der kann nur LM oder RM. Haben wir noch ein ZOM? Nee. Doch, der kann. Okay, dann machen wir das so. Und tauschen die Bienen. Genau. Fortsetzen. So, und jetzt werden wir sehen, wie sie aufdrehen. Dann so eine Pässe, ey.
Das ist nicht wahr. Und das ist auch wirklich mit nichts zu rechtfertigen, dass die da so eine Pässe raushauen. Mit nichts. Außer natürlich, hier, guck dir das an, was ist denn das für ein Pass, verdammte Kacke, ey. Mann, Mann, Mann. Also, ja, so was von schlecht. Ja, und das war natürlich mit Ansage. Typisches EA Sports Momentum. Kannst du wetten, wir kriegen hier keinen Fuß mehr auf den Boden. Und dann so ein Pass, ey. Das ist doch zum Kotzen. Echt mal. Ey, du kannst wetten, die schießen nur eins. Abstöße genauso. Immer zum Gegner. Da kann er ihm doch gleich den Ball geben. Da spart er sich das. Mann, 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 ey. Puh. Gewonnen. Oh, lustig, ne? Mit einer Chance zwei Tore gemacht. Völlig unverständlich, aber ist halt so. Mann, Mann, Mann. So, nächste Woche geht's dann gegen Leighton Orient. Also Quatsch, nächste Folge. Jetzt dann Leighton Orient und das wird simuliert. Und dann zu Hause gegen Fleetwood Town. Das werde ich dann selber spielen, beziehungsweise vielleicht auch Schnellsimulationen simulieren mit eingreifen. Und hier das dann auch spielen. Das werden wir dann sehen. Ne? Ich sage erstmal danke fürs Zusehen und bis dann. Tschüss, euer Hightower.